Ein Spinatfeld im südlichen Münsterland bei Reken. Hier baut das Nahrungsmittelunternehmen Iglo auf einer Fläche von 3500 Hektar Spinat an. Die Königin auf den Rekerfeldern ist zweifelsohne dieses Blattgemüse. 50.000 bis 60.000 Tonnen werden hier jährlich geerntet. Entscheidend für den Geschmack und den hohen Nährstoffgehalt des Spinats ist der optimale Erntezeitpunkt. Seit 1999 betreiben wir mit unseren Vertragslandwirten das Pilotprojekt Nachhaltige Landwirtschaft. Das Ziel dieses Projektes ist es, die Böden zu bewahren für zukünftige Generationen, dass auch die noch die Äcker betreiben können. Speziell ausgebildete Anbauberater stehen den Iglo-Landwirten während des gesamten Anbauprozesses beratend zur Seite. Die Spinatanbauflächen liegen nur einen Kilometer vom Rekener Werk entfernt. Dies garantiert, dass der Spinat schnell und erntefrisch in die Produktion zur Weiterverarbeitung eingebracht werden kann. Aus jedem angelieferten Spinatcontainer werden im Werk Stichproben entnommen und auf Reinheit kontrolliert. Das vitaminreiche Gemüse gehört zu den Lieblingsgemüsesorten der Deutschen. Bevor der Spinat in die Produktion einfließt, wird er mehrmals in großen Trommeln vorgewaschen und anschließend zur Weiterverarbeitung ins Werk transportiert. Dort wird er dann noch mehrmals fein gewaschen und dann blanchiert. Dabei bleiben die Vitamine bestmöglich erhalten. Nach dem kurzen Brühprozess wird er nochmal kontrolliert und beschädigte Blätter werden aussortiert. Bei minus 36 Grad wird der Spinat dann schockgefrostet. Die Schockfrostung verhindert, dass sich zwischen den Zellen des Gefriergutes größere Eiskristalle bilden. Auf diese Art bleiben die Zellwände des Gemüses intakt. Der Zellsaft in der Zelle, die Vitamine, Mineralien und der Geschmack bleiben erhalten. Insgesamt vergehen für das Gemüse rund 3 Stunden vom Feld bis in die Packung, wo die wichtigen Inhaltsstoffe langfristig konserviert sind. Das sichert auch den guten Geschmack und somit kann auf Zusatzstoffe verzichtet werden. In der Iglo-Versuchsküche bereitet Thomas Krause ein leckeres Gericht mit Spinat vor. Ich werde gleich einen Spinatpfannkuchen zubereiten. Ja, und da gehört rein zum Pfannkuchenteig natürlich Eier, Milch, Mehl, bisschen Salz. Das Ganze miteinander verquirlen und den Rahmspinat einfach kurz in der Pfanne erhitzen, den Pfannkuchenteig dazugeben, das Ganze kurz ausbacken und schon haben wir ein leckeres Gericht. Aus Tiefkühlkost lassen sich unterschiedliche Gerichte zubereiten. Haben sich die Produkte in den vergangenen Jahren sehr verändert? Dieses Produkt oder auch das Gericht hat sich weiterentwickelt in den ganzen Jahrzehnten. Der Spinat ist einzelportionierbar und auch das Sortiment ist natürlich vielfältig, wie zum Beispiel Blattspinat mit Gorgonzola, Mozzarella oder auch als Würzspinat. Naja, und nehmen Sie einfach mal Ihre Kinder an die Hand, kochen Sie gemeinsam, wie zum Beispiel hier mit unserem Spinatpfannkuchen. Guten Appetit!